Hallo, heute wird gebacken und zwar möchte ich gerne eine Biskuitrolle zubereiten, denn ich habe meine Blaubeeren geerntet, das sind meine allerersten Blaubeeren. Ein Teil davon ist schon vernascht worden, aber aus diesem Rest möchte ich dann nur gerne auch etwas Besonderes machen. Für die Creme brauche ich 500 Gramm Mascarpone, 3 bis 4 Esslöffel Sahnejoghurt, ein Päckchen Vanillezucker, 50 Gramm Zucker und ein Esslöffel von meiner Blaubeermarmelade. Dazu natürlich noch die Blaubeeren. Das sind jetzt gut 2 Handvoll, ich habe sie nicht abgewogen. Für den Teig oder für den Boden der Biskuitrolle brauche ich 5 Eier, 100 Gramm Zucker, 75 Gramm Mehl, 30 Gramm Stärkemehl, eine Messerspitze Backpulver und das war's dann. Jetzt im ersten Schritt heißt es, die Eier sauber zu trennen. Wer sich da nicht so ganz sicher ist, dem würde ich den Tipp geben, das einzeln zu machen. Denn wenn man Ei für Ei trennt, ist das besser, als wenn einem beim letzten Ei da was in den Teig gerät und dann ist es nachher passiert. Um das Eiweiß jetzt schön steif zu bekommen, gebe ich da noch ein ganz klein bisschen kaltes Wasser dazu. Und den Rest macht jetzt meine Maschine. Das Eiweiß, das sieht ja schon super aus. Jetzt lasse ich da so nach und nach meinen Zucker hineinrieseln. Jetzt verschlage ich schon mal das Eigelb ein bisschen. Dazu ein wenig Backpulver. Ich nehme da so in etwa ein Drittel des Tütchens. Das Ganze verschlage ich auch. Jetzt das Stärkemehl drunter. Jetzt gebe ich nach und nach meine Eigelbmasse dazu. Jetzt gebe ich nach und nach noch Mehl dazu. Jetzt zum Schluss hebe ich das Ganze noch mal vorsichtig untereinander. Man sieht, das ist also wirklich ein super locker luftiger Teig. Der Backofen ist bereits vorgeheizt. Den habe ich jetzt auf 200 Grad und meine Teigmasse verteile ich hier auf das Backblech. Dann kommt das in den Ofen für circa 10 Minuten. Der Biskuit ist jetzt aus dem Backofen und ich mache daraus jetzt schon mal eine Rolle und löse den vorsichtig hier vom Backpapier. Jetzt kann die Biskuitrolle etwas auskühlen und ich mache in der Zeit meine Füllung. Jetzt fange ich mit dem Zubereiten der Creme an. Die 500 Gramm Mascarpone, die habe ich jetzt bereits im Topf. Jetzt gebe ich noch 3 gut gehäufte Esslöffel Joghurt dazu und lasse das Ganze schon mal auf kleiner Stufe verrühren. Dazu gebe ich jetzt den Zucker. Da habe ich jetzt gar nicht richtig aufgepasst und hatte nicht den Rührlöffel gewechselt. Also auf ein neues. Denn wenn mir meine Creme im Schneebesen hängt und nicht in der Schüssel, dann nützt mir das rein gar nichts. Also, los geht's. Jetzt gebe ich noch den Vanillezucker dazu. Hier ist meine Blaubeermarmelade. Da kommt jetzt einmal der Saft. Und dann einen schönen Esslöffel Blaubeermarmelade dazu. Dann habe ich nachher eine herrliche Farbe meiner Creme. Und es gibt noch einen super Geschmack. Meine Blaubeercreme ist fertig. In der Zwischenzeit ist jetzt auch mein Biskuitboden ausgekühlt. Und ich gebe mich mal ans Füllen. Jetzt ist die Rolle schön ausgekühlt. Jetzt verteile ich hier meine Creme. Darauf gebe ich jetzt... Oh, da sehe ich gerade, da ist noch ein kleiner Stiel. Das passiert natürlich bei Blaubeeren sehr, sehr schnell. Jetzt werden die mal gleichmäßig oder mehr oder weniger gleichmäßig hier so ein bisschen verteilt. Jetzt wird das Ganze gerollt. Hatte ich mir ja noch etwas von meiner Creme aufbewahrt. Jetzt könnte man natürlich auch schön mit einem Spritzbeutel dekorieren. Aber ich mache es mir manchmal auch gerne einfach. Und für mich reicht das dann jetzt auch so. Da mache ich jetzt einfach hier eine dünne Schicht. Dann sieht das Ganze netter aus. Jetzt kommen dann hier die letzten Blaubeeren zum Zug. Die verteile ich einfach noch hier oben drauf. Kann man natürlich dann auch so machen, dass man direkt weiß, wie groß oder wie breit die Stückchen werden sollen. Meine Blaubeer-Biskuitrolle, die muss natürlich jetzt dann noch in den Kühlschrank. Dann wird die Masse erst richtig fest. Aber ich möchte euch jetzt trotzdem mal zeigen, wie das von der Seite aussieht.
Jetzt hoffe ich, es hat euch gefallen. Sag euch einen lieben Gruß. Bis bald. Tschüss.